Hallo, hier ist wieder Xenos. Gehört immer der Wannabe the Boshi. Wir sind immer noch wieder beim Anfang des fünften Gebietes und versuchen uns hier durch den ersten Raum nochmal durchzuschlagen, da wir dann im nächsten Raum weiter rechts über unsichtbare Blöcke an die letzte Kiste kommen wollen. Gelangen wollen. Ja, das gestaltet sich halt schwierig wie eh und je. Aber naja, wird sich sicherlich am Ende lohnen, denn die entsprechende Musik darf ich im Let's Play dann sowieso nicht laufen lassen, sonst kriege ich einen Rüffler. Oder ich muss den Ton halt rausschneiden. Nee, den Ton werde ich nicht, nicht alleine rausschneiden können, dafür fehlen mir die nötigen... die nötigen Werkzeuge. Ich hatte mir ja mal eins geholt, aber das war dann am Ende auch bloß wieder irgend so eine unlizenzierte Variante, die irgend so eine Demo-Variante, die irgendwann abgelaufen ist und dann, ja, dann sah es halt wieder dementsprechend aus. So. Eins. Zwei. So, jetzt probiere ich mal meinen ersten Plan aus. Moment. Haben wir schon mal ein Loch, das ich durchfahren kann. Dann versuche ich halt mal durch dieses Loch durchzufahren, mit dem Doppelsprung auf den anderen Bildschirm zu gelangen. Da muss doch irgendwo ein Untergrund sein. Dass ich oben nicht lang muss, habe ich verstanden. Nein. Blieb ich mal lieber still, bevor das am Ende noch vom Ton her auch unschön wird. Da die Bildrate dann auch so auch bis auf 0 runtergeht, frage ich mich ernsthaft, ob das nicht vielleicht sogar am Aufnahmeprogramm teilweise liegen könnte. Aber eigentlich funktioniert beides getrennt voneinander. Von dem her kann es eigentlich nicht sein. Ich meine, die momentane Bildrate von dem, was es aufnimmt, glaube ich, das kann es ja nicht sein, was es anzeigt, sondern die Bildrate, die es gerade aufnimmt. Dementsprechend dürfte diese Teleporter-Animation immer sehr hässlich bei euch aussehen. Tut mir auch leid, aber da kann ich nicht viel machen. Da kann ich leider nicht viel machen. Ich versuche schon mittlerweile, meinen Laptop stets soweit aufgeräumt zu halten. Versuche auch immer wieder Sachen zu löschen, die ich nicht mehr brauche. Damit möglichst viel freier Platz ist, dass es deswegen nicht zu Performance-Problemen kommt, aber gut, den habe ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Mal überlegen, wie viele Jahre habe ich den Laptop denn? Das sind... dreieinhalb Jahre ungefähr. Dürfte hinkommen, ja. Ungefähr dreieinhalb Jahre habe ich den Laptop jetzt schon. Wie ich diesen Sprung immer wieder hinbekomme, keine Ahnung. Gut, so langsam bin ich mir relativ sicher, dass ich da den Schlenker machen muss. Also ist das auch wieder eine Sackgasse. Na gut. Wir lernen, wir lernen.
Der Hänger war fies Spiel. Ganz gemein. Ganz hinterlistig und gemein. Ach ja. Über die Mega Man Hexe jetzt auch schon wieder gesprochen in den letzten paar Folgen, da möchte ich mich jetzt auch nicht wieder wiederholen. Ich hatte ja theoretisch auch mal überlegt, ob ich nicht selber mal einen Mega Man Hack erstellen soll, allerdings, ja, ich sag's mal so, ich hatte generell mal in Planung, ein Spiel zu entwickeln, also was jetzt kein Hack ist, sondern wirklich ein eigenständiges Spiel. Was aber im Endeffekt genauso funktioniert wie Mega Man, nur halt es wäre von der, wie könnte man sagen, vom Weltgenre des Spiels, klingt blöd, aber wäre halt mehr Richtung Fantasy gegangen, also nicht technologisch, sondern Fantasy, Magie, was auch immer. Aber halt auch in Richtung Mega Man, wobei ich mir da gedacht hätte, lieber nicht von der Mechanik her, so wie die alten Mega Man Teile, wie die klassischen. Da ich sagen muss, also was rein was die Dynamik angeht, bin ich immer noch am meisten begeistert von der Mega Man Zero Reihe. So richtig. Weil da meiner Meinung nach immer noch in den Kämpfen die meiste Dynamik drin ist. Ich meine, die NES-Teile. Es ist nicht verkehrt, aber Mega Man hat halt meiner Meinung nach trotzdem etwas arg wenig Bewegungsfreiheit. Er kann nicht an Wände, er kann nicht an Wänden hochklettern. Er kann zwar rutschen, aber er kann dieses Rutschen nicht benutzen, um weiter zu springen oder schneller zu springen. Klar bringt das Rutschen mehr Dynamik in die Kämpfe, aber oder generell ins Spiel, aber der Mega Man, das Mega Man Zero, das hatte halt auch so. Er hatte halt auch zum Beispiel die schöne Fähigkeit, dass er zwei verschiedene Waffen haben konnte. Diese halt auch noch gleichzeitig benutzen konnte. Das heißt gleichzeitig. Man hatte halt einen Knopf mehr gedrückt und konnte vom Fern in den Nahkampf und andersrum wechseln. Das ist, finde ich, halt zum Beispiel auch eine sehr gute Idee. Auch die Tatsache, dass man da die Waffen weiterentwickeln kann. Sodass man sich am Anfang für eine von beiden entscheiden kann und über das Spiel hinweg entwickelt sich halt wirklich eine dieser beiden Waffen immer weiter. Wird immer nützlicher. Und so erlaubt einem das Spiel halt entweder, wie man es mit Mega Man zum Beispiel gewohnt ist, trotzdem in den Fernkampf zu gehen. Oder aber, wenn man jetzt zum Beispiel spätere Mega Man X-Teile ansieht, dass man typisch mit Zero in den Nahkampf geht. Was ich persönlich sehr gerne mache, da ich schon der Meinung bin, Gegner im Nahkampf besiegen macht irgendwie mehr Spaß. Das ist zwar schon noch nicht verkehrt, ich meine klar, man kann jetzt mit Mega Man auch in den Nahkampf gehen, in Anführungszeichen, weil man da ja wesentlich schneller schießen kann, aber bei Bossen mit Unverwundbarkeitszeit bringt einem das ja nichts. Und bei Mega Man Zero steckt da halt auch immer so ein bisschen eine gewisse Geschichte dahinter. Das war auch etwas, was ich an diesen vier Mega Man Zero Teilen sehr gerne mochte. Dass da noch eine gewisse Geschichte dahinter war. Jetzt nicht unbedingt eine komplizierte Geschichte, aber es war eine Geschichte dahinter. Es ist halt eine Sache, die ich mir dann bei den NES-Teilen auch nicht wünschen würde. Klingt jetzt komisch, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich gesehen habe, was passiert, wenn die NES-Teile benutzt werden und wenn die weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn etwas von den NES-Teilen verwandt wird und versucht wird, da irgendwelche weiteren Charakteristiken für die
Charaktere des Spiels einzubauen. Ich habe mich schon oft drüber beschwert. Ich meine natürlich Mega Man Powered Up. Ich mag dieses Spiel einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht doch mal irgendwann let's playen werde, weil es da zwei neue Gegner hat und es vielleicht ganz interessant wäre, gegen die zu kämpfen. Aber dieses Gehabe mit der... Dieses Gehabe mit den Charakteren geht mir schon ordentlich auf die Nerven. Ich weiß nicht, auf mich wirken die Charaktere halt meistens irgendwie, naja, recht klischeehaft. Ich muss auch sagen, ja, wenn es dann so vertont wird mit den entsprechenden Stimmen, es wirkt halt dann auch wieder sehr kindisch. Und ich weiß nicht, auf mich wirkten die Mega Man-Spiele, die NES-Teile zumindest, jetzt nicht sonderlich kindisch. Sei ganz offen und ehrlich, auf mich wirkten diese Spiele nicht sonderlich kindisch. Es braucht meiner Meinung nach auch nicht immer Blut und sonst irgendwas in einem Spiel, damit es nicht mehr kindlich erscheint. Klar, ich meine, die Mega Man NES-Teile sind knallbunt. Alles Mögliche hat Augen. Ja, aber trotzdem kommen mir die NES-Teile einfach nicht ganz so kindisch vor. Und dann, wenn man jetzt aber sieht, was aus diesen Teilen in einer moderneren Variante, nenne ich es jetzt mal, gemacht wird, das wirkt halt dann schon sehr kindisch. Gut, die Mega Man X-Teile, die sind ja sowieso nicht sonderlich kindisch, kindlich. Ich wüsste zumindest nicht inwiefern. Okay, gut, man muss dazu allerdings sagen, da meine ich auch wieder die alten Teile. Weil da gab es ja dann auch Mega Man Maverick Hunter X. Wo ich halt auch wieder das Gefühl hatte, dass da irgendwie die alte Ernsthaftigkeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Also im Original hatte ich dann schon noch eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter, aber auch wieder, wo die Charaktere dann ihre Stimmen bekommen haben, irgendwie ging mir da was verloren. Das war einfach nicht mehr dasselbe Spiel, das war einfach was anderes. Wo viel Ähnlichkeit zu dem alten Teil auch besteht. Ich meine, klar, der neue Teil hat zwar auch wieder schöne Ideen gehabt, hat ja Powered Up auch gehabt. Ich meine, zwei neue Bosse zu den ursprünglichen 6 dazu zu bringen, ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Dann hat man wieder die üblichen 8. Auch die Möglichkeit, auf einem anderen Schwierigkeitsgrad zu spielen, wo dann die Level entsprechend anders aussehen. Warum nicht? Ein Level-Editor einbauen? Bitte gerne. Finde ich super. Der Spieler hat tatsächlich auch einfach sagen, wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne selber ein Level zusammenbauen. Finde ich super. Finde ich eine tolle Idee. Ja, gerade bei solchen Editoren, gut, ich meine, ich denke, bei Powered Up wird es nicht der Fall sein. Aber wenn man jetzt sich so mal andere Spiele ins Gedächtnis ruft, die zum Beispiel auch wieder einen Editor haben könnten, wie zum Beispiel naja, die Mario-Spiele, wenn man da einen offiziellen Editor dazu bauen würde, der halt wirklich auch von Nintendo unterstützt wird, ich denke, dass man da durchaus was machen könnte. Vor allem wäre halt so ein Editor auch eine langlebige Idee. So ein Editor, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, ein Editor, der immer wieder erweitert wird. Das hätte doch eigentlich was. Aber gut. Ich habe ja eigentlich schon was gesagt, was zur heutigen Moral überhaupt nicht mehr dazu passt. Und das ist Langlebigkeit.
ja gerade bei Videospielen leider nicht mehr wirklich so, dass auf Langlebigkeit geachtet wird. Außer es sind irgendwelche Multiplayer-Spiele. Mehrspieler-Spiele. Bei sowas gibt es dann schon eine gewisse Langlebigkeit, aber Einzelspielerspiele, die sollen durchgespielt werden und fertig. Alles, was einen dann noch weiter dran hält, das sind im Normalfall meistens irgendwelche Achievements oder sowas. Und ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Achievement-Jäger. Ja, ich meine, es ist ganz interessant, die zu versuchen, aber wenn ich mir dann so Sachen ansehe wie beim Mega Man 9 und 10, wo du ein Achievement dafür bekommst, wenn du in einem Level, wenn du ein Level beendet hast, ohne stehen zu bleiben. Das bringt's mir. Hingegen so Sachen wie, ja, du hast den Gegner ohne Waffe besiegt, für den nicht verkehrt, du hast den Gegner recht schnell besiegt, auch nicht verkehrt. Aber bei so Achievements, ich denke halt, wenn man mal damit angefangen hat, dann will man es wahrscheinlich auch zu Ende bringen. Ich meine, das ist an sich eine schöne Idee, aus einem Spiel noch ein bisschen mehr zu machen, aber ich finde halt, dass es andere Möglichkeiten gäbe, bei Spielen noch was einzubauen. Weil diese Achievements, ja, das ist halt, das steht halt dann am Ende da und fertig. Ich wüsste jetzt nicht, was einem das sonst noch bringen sollte. Selbst Ranglisten werden ziemlich hinfällig, wenn die Achievements halt einfach nur erreicht werden. Weil dann halt in der Rangliste halt haben irgendwann die obersten 10, 20, 30, 40 Leute haben halt alle und fertig. Wo will man das noch großartig unterscheiden? Kann er höchstens sagen, wer es früher geschafft hat als die anderen, aber was bringt das auf der anderen Seite? Was bringt einem das? Ich wüsste jetzt gerade nicht wirklich etwas, was einem das bringt. Aber gut, ich denke, Ehrgeiz in der Hinsicht werde ich nie wirklich verstehen können, weil ich nicht unbedingt jemand bin, der unbedingt an der obersten Spitze sein muss. Ich meine, irgendwo habe ich anscheinend meinen Ehrgeiz, keine Ahnung, woher der immer wieder kommt, dass ich unbedingt was schaffen will. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der herkommt, aber so ein Ehrgeiz, der Beste sein zu wollen. Nö. Wenn man jetzt im kleinen Kreise spielt, klar, dann würde ich schon gerne gewinnen, aber jetzt so im Allgemeinen, ich weiß nicht. Ich meine, was gibt's denn da heutzutage in Bezug auf Ego-Shooter? Sind es halt am meisten irgendwelche Punktelisten im Internet, wo halt jemand dafür, dass er so und so oft jemand anders erledigt hat, seine Punkte kriegt und dann ist er halt in der Rangliste möglichst weit oben. Irgendwo ist ganz oben an der Rangliste steht halt der beste Spieler. Bei allen möglichen anderen Spielen, bei Einzelspielerspielen, sind es dann meistens die Speedrunner. Was ich auch nicht wirklich vorhabe, weil ich mich dazu mit irgendwelchen Glitches und Bugs auseinandersetzen müsste. Worauf ich nicht wirklich Lust habe. Ich meine, bestimmte Glitches und Bugs auszuprobieren, finde ich persönlich super. Gerade Super Metroid habe ich ja damals beim Randomizer, fand ich es ja super, dass ich da so ein paar Tricks kannte, die ich dann auch ausgenutzt habe. Und ich habe auch vor, mal ein Let's Play zum normalen Randomizer zu machen, um auch da ein paar Sachen noch zeigen zu können. Aber ich würde halt sowas jetzt nicht unbedingt dann benutzen, um irgendwie mit dem Speedrun anzufangen, weil ich mir halt denke, ich brauche da wahrscheinlich eine gefühlte Ewigkeit, bis ich überhaupt so gut bin, dass ich unter den besten 100 bin. Und dass es dann am Ende drauf hinausläuft, dass ich immer wieder
sowas machen muss, immer wieder darauf achten muss, dass ich in der Übung bleibe. Ich weiß nicht. Selber Grund, wieso ich nicht gerne an irgendwelchen Turnieren oder sowas teilnehme. Einfach weil, ja, ich es da auch nicht wirklich erstrebenswert finde, da der Beste zu sein. Gerade wenn es dann auch noch irgendwas ist mit Titeln und sonst irgendwas. Das bringt mir nichts. Selbst wenn ich dann irgendeine Plakette hier hängen habe. Oder sonst was. Plakette. Medaillen, was auch immer man dafür bekommt. Keine Ahnung, wie das bei Videospielen ist. Ob da Pokale oder Medaillen oder was auch immer verliehen werden. Vielleicht kriegt irgendwann jemand die goldene Cartridge oder so. Das hingegen hätte was. Irgendwie, ja. Irgendwie so ein Turnier. Ja, wären es auch wieder bloß die alten Konsolen, weil bei den ganzen neuen Konsolen, du hast ja nur noch CDs, die du einlegst. Das Thema hatten wir ja schon, als Football hier war. Die heutigen Konsolen, dass da alles nur noch auf CDs drauf ist, klar. CDs sind natürlich praktische Datenträger, aber irgendwie, weiß nicht, sind mir die alten Cartridges, weiß gar nicht, was man da als deutsches Wort, ja, Module, sind mir die alten Module eigentlich noch viel lieber. Vor allem, weil die halt auch was aushalten. So ein altes N64-Modul, das kann dir auch mal die Treppe runterfallen und da passiert nichts. Und so eine CD, kommt einmal ein blöder Kratzer drauf und du kannst das Spiel nicht mehr durchspielen, weil es an einer bestimmten Stelle dann den Hänger kriegt. Wir haben sogar ein Beispiel dafür auf unserem Kanal, nämlich Splinter Cell Double Agent. Diese CD hatte offensichtlich an einer ganz bestimmten Stelle einen Kratzer, was dazu führte, dass wenn uns ein ganz bestimmter Gegner entdeckte und auf uns schoss, dass das Spiel sich aufgehängt hat. Und das wirklich immer wieder. Immer genau, wenn das passiert ist. Ja, und ich denke mal, dass sowas halt bei einem alten Modul von Super Nintendo N64, was auch immer, nicht so leicht passiert. Weil die Spiele halt noch so simpel in dem Sinne sind, dass die Nebenwirkungen wahrscheinlich einfach nur lustig wären. Da sind die Nebenwirkungen eher schön als schlimm, weil die Spiele haben dann vielleicht irgendwelche Fehler, irgendwelche grafischen Fehler oder sonst irgendwas. Aber mit denen konntest du dich ja trotzdem noch spielen. Wenn du so eine CD hast, wie gesagt, das hängt sich dann auf und dann, ja, dann kannst du nur die Konsole ausschalten, weil dann bleibt das Bild stehen und du hast die ganze Zeit nur diesen monotonen Ton. Ja. Und so CDs sind halt auch nicht wirklich leicht zu reparieren. Mag da zwar diverse Methoden geben, aber ewig hält so eine CD halt auch nicht her. Gut, ich habe gehört, dass man bei den alten Modulen, dass es da anscheinend irgendeine Batterie gibt, die da eingebaut ist, die man im Notfall auswechseln muss. Was ich noch nie musste. Also unsere Module funktionieren alle noch tadellos. Das Einzige, was halt zwischendurch passiert, ja, wenn ein Spiel nicht starten möchte, dann funktionieren dann einmal halt bloß die Kontakte nicht anständig ineinander gegriffen oder es hat sich eine Staubschicht abgelegt. Und dann hast du einfach in beides mal reingepustet. Und dann ging das. Das Einzige, was sich über die Jahre hinweg in der Stabilität, denke ich mal, nicht ganz so verschlechtert hat, das sind die Controller. Ich glaube, die sind über die Jahre hinweg gleich geblieben, wenn nicht vielleicht sogar besser geworden. Und ich möchte auch hoffen, dass das so bleibt. Wobei, wenn ich mir ansehe, wie die Entwicklungen so sind mit den ganzen Touchpads und so weiter, die es mittlerweile gibt, dann haben wir in kürzester Zeit bei den Konsolen auch Controller, die nicht mehr viel aushalten, weil da halt lauter sensible Technik drin verbaut ist und dann wahrscheinlich noch am Material außenrum gespart wird und irgendwann haben wir halt dann, ja, vielleicht halten wir irgendwann einfach bloß noch so eine Platte in der Hand, die einen Bildschirm hat mit den Knöpfen drauf.
Oder noch besser, schließen sich einfach die Konsolenhersteller mit den Handyherstellern zusammen und dann steuern wir unsere Konsolen irgendwann einfach mal mit unseren Handys und Tablets und was es nicht alles gibt. So krank das jetzt auch klingen mag, aber es ist nicht unwahrscheinlich bei der Entwicklung, die sich mittlerweile einstellt. Wirklich alles geht bloß noch in Richtung möglichst kompakt, möglichst irgendwelche Bildschirme, die man berühren kann. Und lasergesteuert und alles Mögliche. Ich meine, sowas wie diese Anzüge, die manche ja dahinter vermuten, dass immer mehr Wert auf diese Bewegungssensoren gelegt wird. Ich persönlich stelle mir das in so einer typischen Form eigentlich ziemlich unpraktisch vor. Einfach deswegen, weil, naja, wenn du zum Zocken dann extra immer so einen kompletten Anzug anziehen musst. Ich meine, wenn du irgendwas spielst, was komplexere Bewegungen braucht oder vielleicht auch was, wo du einfach mal einen Fuß heben musst oder sonst was, weil du irgendein Karate-Spiel oder sonst was zockst und da deinem Gegner halt mal eine reintreten willst. Wenn du dann umfällst, dann darf das auch nicht kaputt gehen. Das heißt, das muss dann entsprechend gepolstert sein. Oder du musst dich selber um deine Polsterung kümmern, aber dann sehe ich jetzt schon, dass sich das ähnlich entwickeln wird wie mit der Wiimote damals. Ich erinnere mich da immer noch an an diese beiden Bilder. Das eine Bild mit dem kaputten Fernseher, in dem eine Wiimote drin steckte. Und das andere Bild, wo sie eine Wiimote, warum auch immer, in einem Teddybär drin steckte. Wer auch immer das geschafft hat, dass das Ding einen Teddybär durchbohrt hat. Aber naja, das war dann wahrscheinlich eher ein Scherz. Möchte ich mal hoffen. Nee, aber man muss das halt, denke ich mal, immer so ein bisschen abwägen. Aber ich meine, so ein kompletter Anzug. Was ich halt nicht verkehrt finde, das wären zum Beispiel Handschuhe. Handschuhe, denke ich mal, wären ganz in Ordnung. Da hatte ich auch mal vor langer Zeit, hatten wir mal sowas, war noch die Zeit, als das Spiel Black and White bekannt war. Habe ich das gerne gespielt. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich es nicht mal let's playen sollte. Damit ich es auch endlich mal durchspiele. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass das Let's Play ziemlich lustig wird mit dieser Kreatur, die ja immer so gut auf mich hört. Ja, aber da gab es halt damals auch so eine Hand, so ein Handschuh. Der war im Prinzip ziemlich wind. Das war einfach bloß so ein etwas dickeres Modul, das man auf dem Handrücken hatte. Und an den Fingern, das waren einfach bloß solche Gummikabel, die davon gehangen sind, an deren Ende halt dann so ein Ring war. Und da haben halt dann die Finger durchgesteckt. Und ja, das hat halt dann auf die Fingerbewegungen entsprechend reagiert. Das hat dann auch mit Black and White ziemlich gut funktioniert. Das hatte dann auch noch extra eine Erklärung, was man denn damit dann alles machen kann. Und das war halt echt lustig. Es hat zwar jetzt nicht direkt auf die Bewegung reagiert, wie man seine Hand bewegt hat, beziehungsweise seine Finger, weil es dann, ich glaube, zum Aufheben musste man dann Mittel- und Zeigefinger gestreckt lassen oder sowas. Und mit denen dann steuern. Kleinen Moment. Ist denn jetzt los? Ja, Spiel? Moment, ich muss mal kurz. Das ist gerade ungut. Ah ja, jetzt hat sich's wieder. Dankeschön. Ich glaube, das Spiel möchte mir sagen, ich soll aufhören. Ja gut, die Folge ist sowieso gleich zu Ende, aber ich möchte das Thema noch kurz zu Ende führen. Wobei, ich kann ja auch versuchen, so zu spielen. Könnte ich? Kann ich nicht? Oh. So geht doch. Danke. Hat sich's wieder. Nee, jedenfalls, ich finde halt, wenn man sowas erstmal weiterentwickeln würde. Das wäre doch mal eine ganz interessante Entwicklung, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt eine Konsole und die Controller dazu, das sind Handschuhe. Handschuhe mit solchen entsprechenden Sensoren dran. Oder was heißt, es müssen ja nicht mal geschlossene Handschuhe sein. Es reicht ja schon, wenn
wenn es einfach, wie gesagt, so was ganz Windiges ist, was halt natürlich entsprechend befestigt wird, irgendwie auch wieder mit so einer Schlaufe oder was, die man dann am Handgelenk befestigt, damit da nichts rumfliegt. Aber dass man halt in der Richtung weitergeht. Ich meine, mit solchen Handschuhen, wenn man sich mal vorstellt, man macht dann halt Spiele, in denen man auch ein oder zwei solche Hände hat, und mit denen kann man dann halt entsprechend agieren. Ich bin mir sicher, dass ich da einiges draus machen lassen würde. Das wäre halt, finde ich, insgesamt auch eine leichter realisierbare Möglichkeit als jetzt gleich so ein kompletter Anzug. Und man kann die Spieler ja trotzdem damit animieren, sich hinzustellen. Weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auch wieder irgend so einen Kampfspiel hast oder halt boxt oder sonst irgendwas und da deine Fäuste entsprechend bewegen musst, das geht nicht lange gut, wenn du dich nur hinsetzt. Das wird dann viel zu anstrengend, wenn man nur sitzt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich persönlich wäre dafür, eher in die Richtung zu gehen. Mal abgesehen davon, dass solche Handschuhe halt dann einfach auch in der Handhabung viel angenehmer sind, als jetzt, wenn man irgendwas in Richtung Tablet oder sowas in der Hand hält. Wenn man halt schon unbedingt in die Richtung gehen muss, dass man unbedingt von dem traditionellen Controller weggeht. Und ich könnte es mir vorstellen, ich könnte es mir echt gut vorstellen. Auch vielleicht bei irgendwelchen anderen Spielen, wenn man dann irgendwie die Bewegungen nachmachen muss, wie, okay, zieh dein Schwert und dann musst du halt wirklich mit dem Handschuh erstmal dich so positionieren, dass du dein Schwert auch im Spiel greifst. Da musst du halt wirklich die entsprechende Handbewegung machen und dann kannst du das Schwert erst herausziehen. Das wäre doch grundsätzlich möglich. Und wäre vielleicht auch wäre im Vergleich zu so einer Kamera, die gleich den gesamten Raum abtastet, auch irgendwo vielleicht ein bisschen mehr zugunsten und Zufriedenheit der Benutzer. Könnte ich mir zumindest, wie gesagt, vorstellen. Wäre nur so mein Gedanke in der Richtung. Ach ja, mir hat sich doch wieder ein Thema gefunden. Finde ich schön. Wir sind zwar jetzt nicht wirklich weitergekommen, sind in der Folge leider ein Jahr. Ja gut, ich denke, ich weiß schon, was ich jetzt ausprobieren möchte. Ich möchte dann als nächstes mal ausprobieren, ob dieser Zickzack-Sprung von diesem Weg, den ich vorher gegangen bin, wenn ich da nach rechts gehe und dann im Zickzack herumspringe, ob ich dann vielleicht weiterkomme. Wie gesagt, das habe ich mir in dem Video, das ich da angesehen habe, habe ich es mir nicht genau angesehen, wie man genau durchkommt. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich würde an der Stelle dann sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge bei Wannabe the Boshi wieder weiter. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.